Ja, zunächst einmal möchte ich mich natürlich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie einen parteilosen Kriegsdienstverweigerer wie mich einladen. Ich habe also eine stattliche Zahl an Tierarten entdeckt, bin also Naturschützer, betreibe auch in den USA, in Kalifornien Photosyntheseforschung. Ich bin gerade in einem Projekt, wo es also massiv um die Klimawandelfrage geht. Wie viel Pflanzenmaterial brauchen wir, um das CO2 zu binden? Und all diese grünen Positionen, die ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit vorantreibe, die passen natürlich auch zu meiner Auseinandersetzung mit der sogenannten Gender-Ideologie, wie ich sie gleich nennen möchte. Ich werde jetzt immer wieder mal auf die Uhr gucken und mich bemühen, dass ich mit 40 Minuten hinkomme, Redezeit. Ich muss einiges verkürzen. Ich werde also im Wesentlichen einen Querschnitt durch das Fachbuch, das Gender-Paradoxon, liefern. Ich habe auch ein paar Exemplare noch hier, wenn jemand eins erwerben möchte. Ich warne aber schon jetzt, dass manche Dinge sehr biologielastig sein werden. Ja? Wenn jemand jetzt manche Details nicht versteht, dann fragen Sie mich hinterher. Gut, steigen wir gleich mal auf die einfache Art und Weise ein. So, ich selbst habe Verwandtschaft in der ehemaligen DDR und aus meiner Kindheit sind mir noch solche Plakate bekannt und ich habe auch in meinem Buchtext damit begonnen. Also wenn man so alle DDR-Plakate anguckt, dann hat man doch so einen Eindruck, dass damals der Sexualdimorphismus, Definition kommt gleich, relativ, sage ich mal, kleingeredet worden ist. Man hat also in der ehemaligen DDR, das geht auf Marx und Engels zurück, letztlich eine Unisex-Menschen-Ideologie vertreten. Und da sind wir schon fast mitten im Thema. Wir müssen allerdings immer auch die Leistungen von Charles Darwin berücksichtigen. Charles Darwin war ein ausgewiesener Sexforscher. Die meisten Bücher hat er publiziert über das Sexualleben von Pflanzen und Regenwürmern. Sodass also Charles Darwin immer irgendwo uns jetzt begleiten wird. Ich beginne mit einem klassischen Bild, das Sie wahrscheinlich alle kennen. Dorfschule 1848, Jungen und Mädchen verhalten sich nicht geschlechtsneutral. Die Jungen sind, wie dieses Bild zeigt, aggressiv und frech, die Mädchen tendenziell unterwürfig und angepasst. Frage, ist das biologisch begründbar oder basiert das alles auf einer, heute wird man sagen, fehlgeleiteten Erziehung? Wenn Sie in Schulbücher gucken, zum Beispiel Biologie heute 2014, da finden Sie einen tanzenden Jungen und ein boxendes Mädchen. Sodass also schon heute, das war 2014, es wird immer schlimmer, schon heute wird den Kindern was beigebracht, was leider nicht zu dem passt, was in tausenden wissenschaftlicher Forschungsarbeiten niedergelegt ist. Und ich selbst bin auf einer Reihe von Gebieten ausgewiesen und werde auch ein bisschen was über meine eigene Forschung erzählen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Zunächst zum Wort Sex und Gender. Das sind originäre Begriffe aus der Biologie. Die sind etwa 280 Jahre alt. Carl von Linné, den ich hier nicht abgebildet habe, hat 1735 ein Buch publiziert, das Sexualsystem der Pflanzen. Und dort hat er schon Sexualität gleichgesetzt oder definiert als Fortpflanzung, nichts anderes. Es war der deutsche Pflanzenphysiologe Julius Sachs, der vor genau 150 Jahren, also in einem Lehrbuch, den Begriff Sex erstmals klar definiert hat als Zellenvereinigung oder Gametenkopulation. Es war der weltbekannte Oskar Hertwig, der Sex gleich Befruchtung als Zell- und Kernfusion entschlüsselt hat. Ich komme gleich noch auf die Details zu sprechen. Es war Eduard Strasburger, ein Botanikprofessor aus Bonn, der hat den Pflanzensex entdeckt. Bei Pflanzen kommt es zu einer doppelten Befruchtung. Ganz spannend. Und es war August Weismann, der Freiburger Evolutionsforscher. Er hat schon 1913 erkannt, dass durch die zweigeschlechtliche, gleich sexuelle Fortpflanzung variable Nachkommen entsteht. Das heißt, Sex schafft Vielfalt. Dieser Satz passt genau zum heutigen Diversity Day. Ja? Sex schafft Vielfalt der Nachkommen. Und es muss im Zuge der sexuellen Fortpflanzung, also der Gametenkopulation, zu einer Reduktionsteilung kommen. Das heißt also, wenn
haploide Gameten, also Gameten, die einen einfachen Chromosomensatz tragen, fusionieren, muss dieser doppelte Chromosomensatz halbiert werden. Details kommen gleich. Das ist ein Experiment, anschaulich dargestellt von Oskar Hertwig. Er hat erstmals an Seeigeleiern den Sexakt genau beschrieben, nämlich die Fusion eines Spermiums mit einer Eizelle. Daraus entsteht eine Zygote oder befruchtete Eizelle und exakt das ist seit 300 Jahren Sex in der Biologie. Nichts anderes. Die Gender-Vertreter verwechseln Sex und Erotik. Ich werde aber diese Begriffe gleich noch definieren. Jetzt haben wir die Begriffe Sex gleich Befruchtung, wenn ich es genau Ihnen sagen darf. Es ist eigentlich meiotische Rekombination zur Halbierung eines Chromosomensatzes, sind komplizierte zellbiologische Prozesse, gekoppelt dann mit dieser Gametenfusion oder Gametenkopulation. Und der Begriff Gender, der ist 150 Jahre alt, der steht für die Ausbildung der Geschlechtstiere, die geschlechtliche Ausreifung. Damals Sex und Gender, das sind klare Begriffe aus der Biologie. Gut, jetzt komme ich mal kurz zu meiner eigenen Forschung. Eine meiner Tierarten, die ich als Naturschützer entdeckt habe, die lautet Helopdella europaea, Kutschera 1987. Da war ich noch Student, habe ich per Zufall eine Tierart entdeckt. Diese Art hat sich als weltweit invasive Spezies herausgestellt, die aus Südamerika stammt. Und ich konnte mit Kollegen der University of California in Berkeley, wo ich auch tätig bin, erstmals den Homosex, das heißt die Selbstkopulation, wenn sich also so ein Zwitter selbst befruchtet, beschreiben und entdecken. Und wir konnten auch zeigen, dass dieser Homosex, das heißt die Eigenkopulation mit Selbstbefruchtung, sodass Nachkommen entstehen, dass dieser Homosex gewisse Probleme mit sich bringt, was die Artbildungsprozesse betrifft. Gut, das sind jetzt Hermaphroditen, das heißt Regenwürmer und Blutegel sind Hermaphroditen. Dort sind beide Sexualfunktionen, das heißt die Bildung von Spermien, die männliche Funktion, die Bildung von Eizellen, die weibliche Funktion, in einem Individuum verschmolzen. Selbstverständlich neigen diese hermaphroditischen Würmer, wie alle Zwitter, zur Fremdbefruchtung. Selbstbefruchtung kommt relativ selten vor, nur in Notfällen. Das hat schon Charles Darwin entdeckt. Charles Darwin hat klar formuliert vor 150 Jahren, dass Selbstbefruchtung bei Pflanzen vor allem letztlich eine evolutionäre Sackgasse mit sich bringt, die Diversität einschränkt. Also Fremdbefruchtung bringt Diversität. Okay, jetzt werden Sie sagen, was hat das mit Mensch zu tun? Sehr, sehr, sehr viel. Wir sind zu 85% Hausmaus, wir sind zu 60% Blutegel, genetisch betrachtet. Menschen sind jetzt aber keine Hermaphroditen oder Zwitter. Menschen sind Gonochoristen. Einer der wichtigsten Begriffe überhaupt. Wir sind Zweigeschlechtler oder Gonochoristen. Das heißt im Klartext, es gibt in über 99% aller Fälle, ne, männliche Individuen, die sind definiert als zum Gebären unfähige Spermienproduzenten. Ne, das ist der Mann. Und nahezu alle Probleme, die Männer haben. Das fängt an mit der Kriminalitätsrate, die x-mal höher ist und hört auf mit dem sich im Beruf, sage ich jetzt mal, naja, aufgeben. Das können Sie praktisch alles auf diese Tatsache zurückführen, dass Männer gebärunfähige Variationengeneratoren sind. Ich bin sehr, sehr männerfeindlich hier. Also wenn eine Gleichstellungsperson hier sitzt, Ich bin ein Neofeminist, um es klar zu machen. Ich habe in dem Jahr noch zwei große Vorträge in Wien. Einen groß vor auf einer Tagung und einen bei einer Universität als Neofeminist. Muss klar sein, werden Sie gleich sehen. Gut, jetzt haben wir also Gender. Gender steht also für die Ausbildung fertiler Frauen, fertiler Männer. Immer alles natürlich nicht 100% perfekt. In der Biologie ist nichts perfekt. Es gibt immer Individuen, bei denen vorgeburtliche Entwicklungsprozesse nicht so verlaufen sind, wie sie verlaufen hätten können. Okay, es kommen weitere Schlüsselbegriffe. Der Sexualdimorphismus bei unserem zwittrigen Wurm, dem Kutschera-Wurm, es gibt mehrere, der berühmteste Kutschera-Wurm. Da sind Hoden und Ovarien, wie auch die entsprechenden Kopulationsorgane, in einem Individuum vereint. Ne? Beim Mensch sind in 99,9% aller Fälle, Klammer auf, es gibt natürlich Intersex-Babys, die gibt es, das sind 1 unter 2000, das sind aber
Prozesse, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, 90% aller Fälle, entwickeln sich eben Männchen und Weibchen. Wir haben eine innere Befruchtung. Wir sind Landwirbeltiere. Kopulation, das ist, haben wir da unten gezeigt. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Begriff, das ist die Anisogamie. Das heißt, es gibt bei Regenwürmern und Menschen große nährstoffreiche Eizellen und winzig kleine Behälterchen, in denen ausschließlich DNA, ein halbiertes Genom sitzt, transferiert wird. Ja? Also die Anisogamie und der Sexualdimorphismus, das sind in der Evolution entstandene Eigenschaften von Mäusen und Menschen. Ja, also Mäuse nimmt man in der Regel als Modell für einen Mensch, für Menschen und Mäuse, um eben die zwei Modellorganismen zu sehen. Und das sind die Grundlagen von Sex und Gender im Lichte der Biologie. Ja, als ordentlicher Naturwissenschaftler geht man natürlich bei großen Fragen auf die Urquellen zurück. Und ich habe mir die Mühe gemacht, die Originalschriften des Urvaters der Gender-Theorie, so hat er es damals genannt, John Money, zu lesen. Das habe ich alles in meiner Freizeit gemacht. Das ist ein riesiger Service für Leute, die nicht ihre Freizeit opfern, um Wissen an die Allgemeinbevölkerung zu bringen. Also, was ist das Dogma des Manneismus? Das geht alles auf John Money zurück, komplett vollständig. Das Begriff Manneismus habe ich eingeführt. Menschen werden als geschlechtsneutrale Unisex-Babys geboren und soziokulturell zu Männern oder Frauen erzogen. Das gilt noch heute als Fundamentaldogma von dieses hochintelligenten Mannes. Ich habe hier die Originalzitate aus den, das ist die Doktorarbeit von John Mann, das ist eine weitere Publikation. Da können Sie genau lesen, was er gesagt hat. Und wenn er den Begriff Hermaphroditen benutzt, man hat früher fälschlicherweise Intersex-Babys, bei denen also Testes und Ovarien, also Hoden und Eierstöcke, nicht getrennt sind vorgeburtlich, das ist eins von 2000 Babys, die haben als Hermaphroditen bezeichnet. Das ist aber im Lichte der heutigen Erkenntnisse falsch. Ne? Also Hermaphroditismus, da wird man heute sagen, im Lichte der Intersex-Baby-Forschung. Und da hat er klipp und klar gesagt, Sexualität ist bei der Geburt nicht ausdifferenziert, differenziert sich männlich-weiblich im Laufe der Zeit unter dem Einfluss der Erziehungsmaßnahmen. Das war die Harvard-PhD-Dissertation von John Money, das ist Doktorarbeit hier. Später hat er gesagt, wie Zwitter können alle menschlichen Rassen, also die Human Race bedeutet die aus verschiedenen Rassen zusammengesetzte Menschheit, das ist ein Begriff, der es in Amerika noch gibt, jetzt kennen die in Deutschland eigentlich nicht, das gleiche Muster, das heißt, wir kommen psychosozial undifferenziert zur Welt. Und dann hat er nochmal 88 geschrieben, das war im Interview, kleine Jungs können, wenn sie kastriert werden, werden wir alles noch sehen, mit Chirurgie und Hormonbehandlung zu einer heterosexuellen Frau umgebastelt werden. Das ist die sogenannte Gender-Theorie. Da aber John Money, wie ich noch zeigen werde nachher, seine eigene Theorie, die er aus Analogiebetrachtungen der Intersex-Forschung abgeleitet hat, und die Intersex-Babys hat er als Hermaphroditen bezeichnet. Müssen wir immer klar sagen, Klammer auf, Intersex, Klammer zu. Ja, das Wort ist falsch. Diese Hypothese hat er selbst widerlegt. Und daher ist es korrekt jetzt, wissenschaftstheoretisch, wenn wir sagen, es gibt eine Gender-Hypothese, die aber vom Urvater selbst widerlegt worden ist. Ja? So, jetzt kommen wir doch zur Gleichberechtigung. Ich bin also als Photosynthese- und Biodiversitätsforscher natürlich ein absoluter, strenger Verfechter der Gleichberechtigung. Überhaupt gar keine Frage. Und in meiner zweiten Heimat, San Francisco, wo ich eben da in der Nähe beruflich tätig bin, wenn ich nicht in Deutschland bin, die meisten Projekte habe ich dort, da wurde 1945 das Prinzip der Gleichberechtigung geprägt. Absolut in Ordnung. Das hat aber nichts mit dem sogenannten Gender Mainstreaming zu tun. Das ist ein Doppelkunstwort. Wenn ich jetzt in den USA an den Top-Universitäten, wo ich tätig bin, mit den Spitzenprofessoren rede und das Wort benutze, lachen die.
Das kennt in Amerika niemand. Das ist nämlich schlicht und einfach ein zusammengestöpseltes Nonsenskonstrukt. Ja? Das kennt dort niemand, da lachen die erstmal. Ja? Da werden wir ausgelacht. Und das heißt aber im Grunde eine Frau gleich Mann Agenda, die jetzt in die Allgemeinbevölkerung, inzwischen sind wir schon beim Kindergarten angelangt, ja, infiltriert werden soll. Also eine schon lange sachlich widerlegte Ideologie, die als Hypothese formuliert worden ist, überprüft worden ist, ja, sich als falsch erwiesen hat, Details kommen noch, und die soll jetzt in den Mainstream gebracht werden. Jetzt das Nächste. Das Wort Gleichstellung kommt jetzt in diesen Dokumenten vor, leitet sich aus dem Begriff Machtgleichstellung ab. Gleichstellung bedeutet, biologisch betrachtet, dass Männer und Frauen sich selbst befruchtende Zwitter sind. Regenwürmer, wenn Regenwürmer kopulieren, dann haben wir Gleichstellung. Klar? Kopulierende Regenwürmer repräsentieren die Gleichstellung der Geschlechter. Wir haben männliche Funktion, weibliche Funktion. Erst fungieren sie als Spermientransfer-Vehikel und dann werden die Eizellen befruchtet und dann werden die Kokons abgelegt. Ja? Aber Gleichstellung kann es biologisch bei Gonochoristen überhaupt nicht geben. Es geht überhaupt nicht, ausgeschlossen. Und wenn Sie jetzt dieses Schild angucken, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, Männer haben im Schnitt eine doppelt so starke Oberkörpermuskelmasse, junge Männer, verglichen mit gleichaltrigen Frauen. Frauen haben bis zu doppelt so viel Fettgewebe. Das heißt also, im Straßenbau können Männer und Frauen niemals gleichgestellt sein. Davon abgesehen, dass natürlich Spermienproduzenten nicht befruchtet werden können und sich Eizellengeneratorinnen nicht begatten können. Ja? Man liest da manchmal die Homo-Ehe und das sind Ehegatten. Ja? Nein, das ist da. Frage ich mich wirklich, was die Leute sich denken, die sowas schreiben. Gut, das zweite Kapitel, wo es mit Leihmutterschaft geht, fasse ich jetzt kurz. Das ist alles erfunden worden von einem Rechtsanwalt in San Francisco. Das können Sie eigentlich nur nachvollziehen, wenn Sie eben, wie ich, seit vielen Jahren in der Bay Area leben. Da gibt es nämlich wunderbar, also gibt es ganz toll, also gute Küche und so weiter, Golden Gate Bridge. Und dann gibt es dort eben auch rechts oben Firmen. Da können Sie Babys bestellen. Ja. Und wenn Sie sich das mal genau angucken, das wird dort auch sehr, sehr breit diskutiert, dann muss man einfach sagen, aus meiner Sicht, ich habe mal meine Thesen da stehen, das ist eine frauenfeindliche Menschenzucht oder Prostitution. Sie müssen es wirklich mal durchdenken. Ich habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Da gab es den Fall, zwei Männer haben für $80,000 ein Baby gekauft. Das Baby ist von der Mutter, von der Leihmutter weggenommen worden. Das Baby ist komplett geprägt auf die Stimme der Mutter. Das hat keine Muttermilch bekommen. Also es tut mir leid, als Biologe kann ich nur sagen, das ist ein Horror sowas, ne? dass man sowas einem Kind antut. Ne? Rein jetzt von der Biologie gesprochen, ohne irgendeine Ideologie, klar? Okay, es gibt inzwischen auch Hybridmenschenzucht, zwei Mütter, ein Vater, zu kompliziert, da bräuchte ich Zeit, das zu erklären. Verstehen die meisten Leute, was in den Medien falsch dargestellt wird. So, richtig Ärger habe ich ja, seit ich die riesige Ehre hatte, zum zweiten Mal auf einem Annual Meeting sprechen zu dürfen, damals in San Jose, das war mein Abstract, da ging es um Kreationismus, das andere Steckenpferd von mir. Da gab es eine Nachsitzung und da haben dann renommierteste Professoren aus den USA, zum Teil aus Dänemark, ein Kollege aus Schweden, wir haben uns beim Bier nach dem Meeting über die Gender-Ideologie unterhalten. Und da kamen wir zu dem Konsens, dass das eigentlich noch schlimmer ist und noch eine üblere Attacke darstellt gegen die Biologie, verglichen mit dem Kreationismus. Und das habe ich dann in einem HPD-Kurzbeitrag eben bekannt gegeben und dann ging mit der Shitstorm los und dann gab es die Interviews im Spiegel und so weiter und dann war ich genötigt, dieses Buch zu schreiben, weil man mir unterstellt hat, ich würde das alles nur glauben und meinen. Das meine und glaube ich aber nicht. Das sind Dinge, die ich belegen kann. Und ich hatte vor einiger Zeit ein tolles Interview, da kam also eine Reporterin auf mich zu, Herr Professor Kutschera, Sie glauben, sage ich, nein, ich glaube nicht, ich bin Atheist, ich glaube nichts. Also, hat sich gewundert. Sie behaupten, ich sage, ich behaupte gar nichts, nee. Was denn dann? Dann habe ich gesagt, ich bin ein Berichterstatter aus der Wissenschaft. Ich glaube nicht, ich meine nicht, ich behaupte nichts. Ja?
Wenn ich Ihnen was sage, dann kann ich diese Aussagen belegen unter Verweis auf die Primärliteratur. PubMed NCBI gelistet auf hohem Level. Das mache ich. Ne? Danke für den Applaus, ein kleiner Scherz. Okay, jetzt kommen wir aber zu ernsten Sachen. Die Gender-Curricula in der Biologie wurden erlassen. Und da wird doch allen Ernstes uns Biologen vorgeschrieben, diese Gender-Perspektive, also die Frau gleich Mann-Ideologie, die bereits seit langem widerlegt ist, Details kommen noch, in die Biologie einzupflegen, sage ich mal. Und da wird auch wirklich behauptet, dass das, was die Biologen so in der Forschung machen, das wäre vermeintlich. Ja? Die vermeintlichen Geschlechterunterschiede. Wenn ich also neue Tierarten entdecke und beschreibe, das sind jahrelange Wahnsinnsarbeit mit Kollegen aus den USA, das ist vermeintlich. Das heißt also, meine Arten, meine Theorien, meine physiologischen, das glaube ich alles nur. Das halten die mir vor. Ja? Deshalb habe ich das dann hier so dargestellt. Also vermeintlich bedeutet, ein Mädchen wacht nachts auf, sieht ein Gespenst, doch da war nichts. Ja, klar, Vermeintlichkeit. Also solche Attacken werden gegen die Naturwissenschaften praktisch erhoben. Und ich muss Ihnen echt sagen, der Sozialkonstruktivismus, wer alles sozial konstruiert, da hört der Spaß irgendwo mal auf. Ne? Gut, das Feindbild der Gender-Ideologen ist eine harmonische Vater-Mutter-Kinder mit Großmutter-Familie. Ich möchte keineswegs behaupten, dass in der sogenannten guten alten Zeit alles okay war, in gar keinster Weise. Aber, das hat mein Vorredner schon wunderbar auf den Punkt gebracht, wenn Sie die Literatur aus der evolutionären Psychologie kennen, die kenne ich recht gut, dann kann man klipp und klar sagen, Kinder benötigen natürlich die ersten zwei Lebensjahre sowieso, eigentlich immer, die leibliche Mutter und unbedingt auch einen Vater, im Idealfall der DNA-Fadenlieferant. Ne? Also der leibliche Vater. Und der leibliche Vater hat zum Kind ein ganz anderes Verhältnis, da kommen wir dann zum Problem Stiefmutter-Effekt. Das heißt also, wenn man Kindern die Mutter oder den Vater, den biologischen Vater, also die biologischen Eltern, vorenthält, das führt zu enormen Problemen. Da gibt es eine riesige Forschungsliteratur dazu. Tausende von Publikationen. Da könnte man ein ganzes Seminar machen dazu. So, dann bin ich natürlich ein Neofeminist. Ja? Ich habe also, in dem Projekt Pro Professur, das fand ich sogar gut, da habe ich eine Biochemikerin betreut, da ging es um Habilitationsleistungen. Das war eine Topfrau, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die habe ich beraten, da ging es um Habilitationsleistungen. Ich bin der Meinung, dass wir hochqualifizierte Frauen, vor allem wenn sie auch Kinder zur Welt gebracht haben, dann ganz besonders, keinerweise diskriminieren dürfen. Die müssen alle Förderungen bekommen, die wir haben. Und diese Dame, die steht ja nicht drauf, das ist nur die Urkunde, der konnte ich helfen und es war mir ein Vergnügen, einer hochqualifizierten Frau zu einer Professur zu verhelfen. Das will ich auch nochmal machen. Aber jetzt bin ich natürlich draußen. Als das Buch rauskam, ja, bin ich natürlich der Bösewicht. Ne? Aber kann ich mit leben. Es war Alfred Russel Wallace, der Mitentdecker des Prinzips der natürlichen Selektion, der 1909 klar gesagt hat, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollten. Er hat sich dafür ausgesprochen, dass Frauen Wahlrecht bekommen müssen unbedingt und da war Darwin wesentlich konservativer noch, sodass eigentlich die wirkliche Forderung nach Gleichberechtigung, die ich voll teile, von einem der renommiertesten Evolutionsforscher überhaupt kam, konnte ich in Nature unterkriegen. Jetzt gibt es aber in Marburg, da habe ich mir auch riesigen Ärger eingehandelt, da gab es dann mal eine Zeit lang eine Vortragsreihe, ich habe mir diese Broschüre besorgt. Interessant, ja? Eine Qualle vorne drauf. Wissen Sie, was eine Qualle ist? Ein Hermaphrodit? Klar, ne? John Money. Aber den John Money, den zitieren die nie. Ja? Der wird an den Tisch gekehrt. Und das ärgert eben unsere Freunde so sehr, dass ich es gewagt habe, die historischen Wurzeln dieser Weltanschauung offenzulegen. Das wird immer verschleiert. Gut, dazu habe ich mich halt relativ, deutlich geäußert. Jetzt geht's weiter. Rassismus. Ich bin ein absoluter Verfechter des Anti-Rassismus. Das heißt, Menschen sind selbstverständlich biologisch verschieden, ganz klar. Aber
vor dem Gesetz gleich und natürlich als gleichwertige Mitglieder der Biospezies Homo sapiens, Linnaeus 1758, unser Name, zu respektieren. Und es war Alfred Russel Wallace. Er hat nämlich unter den Wilden, wie es damals geheißen hat, in Südamerika gelebt, als Naturforscher, und hat klar erkannt und geschrieben, dass die Ureinwohner, als Wilde bezeichnet damals, genauso integre, ehrliche Menschen sind wie die abgebleichten Europäer. Wir waren alle mal dunkelpigmentiert, ja. Wir haben unsere Pigmentierung vor 15.000 bis 20.000 Jahren verloren. Alle Bücher, wo es Neandertaler sind, alle falsch. Neandertaler waren, die Neandertaler, die sind immer weiß dargestellt, die waren auch dunkel. Der Pigmentverlust, das ging vor 20.000 Jahren über los. Dann, als Neofeminist, war ich der Einzige, da kriege ich wirklich schlechte Laune jetzt, der im Merian-Jahr, Maria Sibylla Merian, ich habe in Nature Equal Evol einen Artikel gehabt und in anderen führenden Fachjournalen, zur Förderung dieser genialen Frau, Frau Merian, war eine geniale Künstlerin, Biologin. Ich habe sie als Urmutter der Entwicklungsbiologie bekannt gemacht, weltweit. Ja? Von der Gender-Szene kam da nichts. Und das sind Zeichnungen von Frau Merian. Es gibt selbstverständlich hochbegabte Frauen, die jegliche Form von Förderung verdient haben, wenn natürlich das Potenzial da ist. Was nicht sein kann, ist natürlich das, und das haben wir leider im Moment oft, dass höher begabte Männer keine Stelle bekommen und weniger begabte Frauen aufgrund ihrer 2X-Chromosomen, auf die ich zu sprechen kommen werde, dann einen Zuschlag bekommen. Das ist unfair. Ja? Okay, in dem Kapitel, das müsste ich jetzt ganz kurz machen, wenn Sie Darwin und Schopenhauer angucken, die haben also beide Dinge geschrieben, die natürlich aus heutiger Sicht wir nicht mehr so sehen würden. Aber leider ist es so, dass halt doch Thesen, die Darwin und Wallace und Schopenhauer formuliert haben, die werden durch statistische Untersuchungen bestätigt. Da komme ich noch drauf zu sprechen. Sowas wie rechts finde ich nicht okay. Ja? Also absolut nicht in Ordnung, Frauen so zu diskreditieren, wenn sie auf ihr Wahlrecht pochen, das ihnen Alfred Russel Wallace, ja, der Mitentdecker des Prinzips der Natural Selection, zugebilligt hat. Das lehne ich ab, das ist eine Diffamierung. Als Neofeminist tue ich das ganz klar ablehnen. Okay, ich habe den Namen Weismann schon gehört. August Weismann hat viele Dinge formuliert, die ich jetzt im Rahmen dieses Kurzvortrags überspringen muss. Zum Beispiel hat er die geniale Einsicht der Keimband-Soma-Differenzierung formuliert, dass also im Grunde, wenn eine Mutter die drei Kinder zur Welt gebracht hat, ich mache es mal ganz, ganz einfach, an Brustkrebs stirbt, ja, also Krebs wird in aller Regel oder häufig durch somatische Mutationen hervorgerufen, dann überleben drei Eizellen, ja, drei Zellen dieser Mutter und das Soma, der Körper stirbt. Ja. Okay, dann, was ich auch hier wirklich massiv negativ zum Ausdruck bringen muss, August Weismann war ein ganz, ganz berühmter Biologe. In Deutschland tut man überhaupt keinen Wert legen auf die Wissenschaftsgeschichte, also seine Villa, das Haus wurde verkauft. Die Bücher wurden verscherbelt, einfach nur traurig. Ne? Also in England tut man Charles Darwin eben würdigen, in Deutschland tut man für die großen Biologen nichts. Es war wieder Weismann, der als erster, als Sexforscher in seinem Buch die Bedeutung der Sexforschung für die Selektionstheorie erkannt hat, dass Männer und Frauen gleichberechtigt zur genetischen Ausstattung des Kindes beitragen. Also die großen Durchbrüche in der Gleichberechtigungsdebatte in der Biologie stammen von den Giganten der Biologie selbst. Ja, dann kommen wir, das hat mit Gender jetzt ganz viel zu tun. Weismann hatte 5 Töchter, einen Sohn, alle wurden gleich erzogen. Ich habe selbst auch nebenher also Biologie, Chemie und Musikwissenschaft studiert und bin daher natürlich auch sehr, sehr gut in der Szene drin jetzt, was Klassische Musik betrifft. Hatte einen Sohn, ich frage Sie jetzt noch schnell, bevor wir zur Sache kommen. 5 Mädchen, ein Sohn, alle wurden nach allen Dokumenten, die wir haben, gleich erzogen. Haben Klavierstunden bekommen und so weiter. Einer hat komponiert,
die Mädchen nicht. Es gibt in England jedes Jahr Komponistenpreise, die gehen seit Jahrzehnten zu 100%, meistens manchmal auch zu 99% an Männern. Ob das biologische Ursachen hat oder andere Ursachen hat, darüber mögen wir nachher diskutieren. Das ist nur ein Faktum. So, jetzt kommen wir zu den biologischen Fakten. Wie gesagt, ich werde das Ganze begrenzen auf die vereinbarte Zeit. Wir sehen hier jetzt die durchschnittlichen Körpergrößen von Frauen und Männern und wir sehen in diesem Diagramm, wie gesagt aus dem Genderbuch entnommen, dass sich natürlich Frauen und Männer jetzt, sagen wir mal 25 Jahre alt, das sage ich was den Frauen nicht gefallen wird, Frauen erlangen mit 25 ihr Fertilitätsmaximum, danach geht es steil bergab, was die Fertilität betrifft, gibt es Kurven. Und deshalb finden Männer weltweit Frauen in dieser Altersgruppe am attraktivsten. Das hat überhaupt nichts mit irgendwas Ideologischem zu tun. Das sind nackte biologische Fakten. Ja? Null Politik ist das. Ja? Und wenn man jetzt bedenkt, wenn Sie einfach die Unterschiede angucken, doppelte Körperfettmasse. Also doppelt so viel Körperfettmasse, rechts nahezu doppelt so viel Oberkörpermuskelmasse. Es gibt so viele Unterschiede. Es gibt hunderte von Unterschieden. Hunderte von Unterschieden. Ich kann nur einige wenige jetzt hier Ihnen darlegen. Körpergröße ist ein ganz typisches Beispiel. Die ist weltweit in allen 66 Kulturen, die man untersucht hat, zwischen 6% und 10%, bestimmt 8% größer. Und das ist von der Kultur unabhängig, ich habe es gerade gesagt, das ist eine Komponente des evolvierten Sexualdimorphismus. Und der Sexualdimorphismus, die Verschiedenheit der Geschlechter, muss natürlich mit Lichte der Reproduktion gesehen werden. Nur was sich fortpflanzt, bleibt erhalten. Ist ja logisch. Ne? Kinderlose sterben aus, das ist trivial. So, was die wenigsten wissen. Selbst auf zellulärem Niveau sind Frauen und Männer komplett verschieden. Frauen haben nämlich einen Mosaikkörper. Das heißt, das zweite X-Chromosom, rechts dargestellt, in jeder somatischen diploiden Zelle ist inaktiviert, das ist der Barkörper. Man kann also an einem Gewebeschnitt von Maus und Mensch, was immer Sie wollen, sofort sehen, weiblich, sofort sehen. Das zweite X-Chromosom ist inaktiviert. Hätten die Frauen, wie es immer gesagt wird, zwei aktive X-Chromosomen, dann wären alle Frauen psychisch hochgradig gestört. Was sie zum Glück nicht sind. Ich komme noch auf euch zu sprechen. Das zweite X-Chromosom wird inaktiviert, das ist der Barkörper. Das Y-Chromosom macht uns zum Mann. Und warum das so ist, sehen wir gleich. Wir haben jetzt hier einfach das Chromosomenbild, Standardmann. Das sind 99, also 100 Männer, also bei 100 Männern sind über 99% Standardmänner. Wir haben also 44 Autosomen, immer zwei, eins Mutter und Vater und XY, das sehen die Y. Also wir haben also 44 Autosomen XY. Bei Frauen haben wir eben 44 Autosomen XX, das zweite X-Chromosom ist aber inaktiviert. Ja? Warum, werden wir gleich sehen. Jetzt gibt es die sogenannten Intersex-Babys. Etwa jedes 2000. Baby, wenn das geboren wird, können die Ärzte oder auch Pfleger sofort sehen, dass eben Vagina und Penisanlage und Hoden, dass das nicht so ausgebildet ist, dass man es gleich anatomisch männlich-weiblich zuordnen kann. Das sind ganz, ganz, ganz wenige und da gibt es eben dann zwei Symptome. Kleinefelder-Syndrom. Das sind Männer. Die haben ein X-Chromosom zu viel. Und die sind steril, also nicht, können keine Spermien produzieren und psychisch gestört. Turner-Syndrom, das sind Frauen, Vanya zum Beispiel, ging durch die Presse, bei denen das zweite X-Chromosom fehlt. Das sind X0-chromosomale Typen. Und diese Menschen, diese Intersex-Personen, sind natürlich nicht ein drittes Geschlecht. Es gibt Gender-Kliniken, es gibt die Transgender-Medizin. Was heißt das? Wenn es für die Intersex-Personen Kliniken gibt, und eine Medizin gibt, was heißt es dann? Das heißt dann, dass das Menschen sind, die offensichtlich Probleme haben. Und ich halte es für absolut unethisch und unmöglich, dass man die
Menschen, die schon durch diese Chromosomenanomalien, es gibt auch andere Phänomene noch, von der Natur bestraft worden sind, dass man die jetzt noch in die Öffentlichkeit zerrt und sagt, ihr seid ein drittes Geschlecht. Halte ich für nicht akzeptabel, dass die Politik da die Biologie komplett ausklammert. Das kann ich schwer verstehen. Das muss irgendwelche Ursachen haben. Ja. Männer und Männer sind, ich beziehe mich jetzt mal auf europäische Männer, weil es da neue Erkenntnisse gibt. Das sind die Neandertaler-Gene, die es nur bei uns gibt und nicht bei anderen ethnischen Gruppen. Also alle Männer, die hier sitzen, wir sind zu 99,9% genetisch identisch. Die 0,1% machen unsere Individualität aus und alle Frauen ebenfalls. Wenn man jetzt aber das komplette Genom von Frau und Mann vergleicht, Frauen haben kein Y-Chromosom. Auf dem Y-Chromosom sitzen 150 Gene. Weiterhin gibt es Gene, die nicht perfekt inaktiviert sind. Da kommt man auf 300 Gene, das sind ungefähr 1,5%. Das heißt, Mann und Frau unterscheiden sich genetisch exakt wie Schimpanse gleich Mann und Mensch gleich Frau. Wenn Sie also, ich spreche jetzt wieder als Neofeminist, wenn Sie also mit Ihrem Freund oder Ehegatten oder wie auch immer Streitereien haben, dann sagen Sie einfach, eigentlich sitze ich ja mit einem Schimpansen am Tisch. Ja? Und auch Bonobo und Gorilla, genauso akzeptiert, können Ihren Namen als Gorilla bezeichnen. Ja? Aber ich sage eins dazu, Gorillas sind etwas brutaler. Gorillas vergewaltigen auch die Weibchen. Also Gorillas sind brutaler. Schimpansen auch, Bonobos weniger. Das sind die Unterschiede. Es kommt was Politisches. Ich bin ja unpolitisch. Es ist ein kompletter ein Witz Nummer eins. Dieser Professor David Page, das ist also ein hochkarätiger Professor und Direktor vom Forschungsinstitut. Das darf der nicht sagen. Das habe ich von einer Webpage von ihm, das darf er auch nicht publizieren, so ganz versteckt. Also so ein großes Nature Paper, so mal so am Rand, am Ende, so ganz, ganz verdreht, ja. Weil sonst die Genderistinnen in den USA ihn da attackieren. Das sind aber die nackten Fakten, so ist es, ja. Gut, Unterschiede in der Hirnmasse, sagt nichts über Intelligenz aus, ganz klar, die gibt es natürlich. Jetzt aber die Verdrahtung. Die Verdrahtung der Hirn. Strukturen sind bei Frauen völlig anders als bei Männern. Das heißt, Männer denken anders als Frauen und da gibt es ganz, ganz viele, ganz, ganz, ganz viele Befunde. Sodass also wir in gar keinster Weise von einer Frau gleich Mann Lehre sprechen können und das war schon auf dem, in dem internetten Facebook-Ankündigung ausgesprochen. Wir wissen seit 2015 eigentlich sogar. Man hat früher angenommen, ich muss es mal terminologisch sauber argumentieren, ich könnte jetzt sagen, Biologen haben früher geglaubt, die haben nichts geglaubt. Biologen haben bis 2015 aus ihren Daten geschlossen, ja, dass die Geschlechtschromosomen nur in der Genitalregion ausgebildet werden. Logisch, klar, wo denn sonst? Ja. Wir wissen aber seit den Arbeiten von David Page, dass wir von Kopf bis Fuß männlich oder weiblich sind, zu 99%. Es gibt die weniger als 1% Intersex-Personen, die jede Form von Unterstützung verdient haben, gegen die wir auch in keinster Weise polemisieren dürfen. Ich bin der Letzte, der das machen würde. Ne? Da gibt es also große Missverständnisse, wenn meine Person da angegriffen wird. Okay, jetzt haben Sie schon mal gefragt, warum haben denn Männer funktionslose Brustwarzen? Schon mal gefragt, warum? Das hat riesige Konsequenzen, gigantische Konsequenzen. Das ist das Brustwarzenparadoxon. Männer haben funktionslose Brustwarzen. Das bedeutet, jetzt gucken wir mal die vorgeburtliche Entwicklung an, was heißt das? Wir haben also jetzt den Sexakt, die Gametenkopulation da unten. Ja? Spermium fusioniert mit Eizelle. Jetzt entwickelt sich die Zygote entweder XY oder XX, haben wir gesehen, ja? Die befruchtete Eizellzygote. Es ist in der Tat so, dass die ersten paar Wochen sich Ovotestes ausbilden, das heißt also Gonaden, die halb Ovarium, halb Testes sind. Die sind aber nicht zwittrig, weil sie nicht funktionstüchtig sind. Also die These, dass wir als Zwitter, mal Zwitter waren, ist falsch.
Das sind funktionslose Vorstufen. Das wird ganz, ganz, ganz wichtig. Ohne das Y-Chromosom entwickelt sich alles zum Weibchen. Das heißt, Männer sind primär weiblich angelegte, sekundär über das SRY-Master-Kontrollgen umgesteuerte Frauen. Die Frau ist also das primäre Geschlecht, der eigentliche Mensch. Ja? Feministischer kann man kaum argumentieren. So, jetzt gucken wir uns das nochmal genauer an. Was passiert also bei der vorgeburtlichen Entwicklung? Das ist ganz wichtig für die Gender-Ideologie. Wir haben hier Embryo sechste Woche, Kiemenspalten, Paddel und so weiter. Das sind Belege, dass wir eben von fischartigen Urformen abstammen. Das sind knallharte Evolutionsbelege. Jetzt kommt es durch dieses Master-Control-Gen zu einer aktiven Vermännlichung des primär weiblich angelegten Embryos. Ne? Und das bedeutet aber, und zwar bis achte Woche, das bedeutet, dass wenn sie in der achten Woche abtreiben, dann treiben sie Männchen oder Weibchen ab. Da ist schon die Geschlechtsidentität fixiert. Das ist was ganz Wichtiges. Die Gender Identity, das ist doch so ein tolles Wort, die Geschlechtsidentität, die liegt da fest. So früh liegt die fest. Ne? Und noch was ganz Wichtiges. Durch diese Testosteronproduktion, die Testes werden ausgebildet dann im männlichen Embryo, wird das Gehirn vermännlicht. Und das erklärt auch die XY-Transfrauen, das sind Männer, anatomisch Männer, bei denen vorgeburtlich die testosterongesteuerte Vermännlichung des Gehirns funktioniert hat. Die ticken im Kopf weiblich, sind anatomisch männlich. Klar? Und auch diesen Transpersonen darf man natürlich nicht irgendwie diffamierend entgegentreten. Die Menschen haben, also inter wie trans, da gibt es auch riesige Literatur dazu, massive Probleme, die wir ernst nehmen müssen und die wir auch therapieren müssen. So, noch was. Wir kommen weitgehend keimfrei zur Welt. Bei der Vaginalgeburt wird das Baby mit einem Bakteriencocktail der Mutter versorgt, sodass also nicht nur das halbe Kerngenom plus das mitochondriale Genom, habe ich gerade erwähnt, sondern auch das Mikrobiom von der Mutter stammt, sodass im Grunde ein Baby viel, viel mehr ein Stück Mutter ist, wobei der Vater nur ein halbes Kerngenom regeneriert hat. Wenn also ein Laie sagt, ein Mann, ich habe ein Kind gekriegt, das hat mir einer erzählt, dann habe ich gesagt, nein, Sie haben lediglich ein haploides Genom regeneriert. Okay? Verstanden? Ja? Nichts anderes. Das heißt, eine Eizelle, die ihren Chromosomensatz halbiert hat und in der richtigen Zeitspanne der weiblichen Periode auf eine Regeneration gewartet hat, damit dieses halbierte Genom wieder vollständig wird. Das haben sie vollbracht. Wahnsinnsleistung. So, kurz zur Homosexualität. Ich bin in 10 Minuten durch. Folgendes. Wenn Sie das Beispiel Peter Tschaikowski betrachten, das habe ich in meinem Buch ausführlich beschrieben. Bei Tschaikowski kann man exemplarisch sehr, sehr vieles erklären. Homosexualität ist eigentlich ein Quatsch, das Wort, das ist ein Unwort, weil Sex bedeutet Befruchtung, nur Eizelle und Spermien können eine Gametenkopulation vollziehen. Das müsste eigentlich heißen, eine homoerotische Veranlagung, das richtige Wort. Ja? Das ist nach allem, was die Primärliteratur mir sagt, ich bin der Berichterstatter, ja, ich glaube nichts, ich berichte es nur, das ist in 99% aller Fälle angeboren. Und da gibt es 2 Erklärungen. Erstens sind das hormonelle Störungen. Das heißt, die Testosteronproduktion bei Männern, die später auf Männer fixiert sind, hat in einer bestimmten Phase nicht so funktioniert wie bei den Heteromännern. Und zweitens, das ist der Fraternal Birth Order Effekt, der trifft definitiv auf Tschaikowski zu, wenn eine Frau mehr als 3 Jungen zur Welt bringt, dann entstehen Antikörper gegen ein Y-Chromosomen-kodiertes Protein, das mit der Synapsenentwicklung im Hirn in Verbindung steht. Das ist die genaue Erklärung.
sodass wir also die homoerotische Veranlagung in 99% aller Fälle rein biologisch erklären können. Und das führt bei mir zu einem klipp und klaren Diskriminierungsverbot. Man glaubt nämlich in archaischen, vordarwinisch denkenden Ländern Afrikas, dass die Homosexualität gemäß der Gender-Ideologie eine erworbene Eigenschaft ist. Das sagen die Herrscher und der Putin genauso. Das ist doch klar. Wenn die Gender-Ideologie stimmt, ist es also eine erworbene Eigenschaft. Also verführen unsere homoerotisch veranlagten Männer kleine Jungs, die werden dann auch Homoerotiker und dann sterben alle aus. Logo. Und deshalb ist eben die Wahrheit, die Wissenschaft immer der Schlüssel zur Demokratie und auch letztlich zur Menschenwürde. Jetzt wissen wir, das sind angeboren, also die können nichts dafür, die haben sich das gar nicht ausgesucht. Wir müssen die respektieren, wie sie sind und fertig. Aber natürlich keine Sonderrechte, was Sie angesprochen haben. So. Jetzt der Regenbogen, das ist so ein Lieblingsthema von mir. Das ist also derartiger Lachnummer. Ja? Das sind jetzt die nackten Zahlen. Wenn wir also eine Stichprobe von 100 Männern aus Deutschland rauspicken, 25 Jahre alt zum Beispiel, dann haben wir 95 bis 96 heteronormale Männer, bei denen der Testosteronlevel vorgeburtlich entsprechend hoch war. Die sind nicht das sechste Kind von der Mutter, sondern der zweite Sohn vielleicht. Die sind also ab der Pubertät dann ganz klar auf Frauen, ich sage jetzt mal, gepolt, was biologisch absolut sinnvoll ist. Sonst wären wir schon lange ausgestorben. Das ist völlig klar. Ja. Wir haben 3 bis 4, eher 3, neuesten Zahlen, eher 3, vielleicht auch noch 2, das, die Zahlen schwanken, Männer, die sind homoerotisch veranlagt von Geburt an. Die können nichts dafür. Das sind im Grunde erotische Zwangshandlungen, die ausführen, die wir respektieren müssen, für die wir sie nicht irgendwie blöd anmachen müssen, das müssen wir respektieren. Da wird es aber dann diffizil. Respektieren heißt eben nicht, dass man das als dass man das in die Heterogruppe steckt. Ja? Wir müssen das so nehmen, wie es ist, wertfrei, aber nicht mehr. Ne? Jetzt haben wir einmal DSD. Was heißt DSD? Das heißt Disorders of Sexual Development. Das sind die sogenannten Interpersonen. Das sind die inter- oder transsexuellen Menschen, die jetzt das dritte Geschlecht ausmachen, was natürlich absolute Fiktion ist. Ja? Es gibt nur Spermienproduzenten, das sind Männchen, es gibt nur Eizellproduzenten, Weibchen. Juristen, die sowas fabrizieren, denen müsste man sofort einen Nobelpreis für Medizin verleihen, sofort. Das ist eine geniale Entdeckung. Es gibt 3 Geschlechter, das haben Biologen, haben 300 Jahre geforscht. Und Juristen finden das enorm. Ja? No. Eine enorme Leistung. Ja? Gut, also so sieht jetzt der Regenbogen aus. Also es tut mir leid, das hat nichts mit dem Regenbogen zu tun. Das heißt also, dieser Regenbogen ist eine politische Utopie, nichts anderes. Ja, und jetzt komme ich wieder zu was Bösartigem. Also ich bin selber der leibliche Erzeuger von 5 Kindern, 3 plus 2. Erster und zweiter Frau. Und wir treten also immer mehr so als Reliktgruppe in den Hintergrund, wobei wir ja die Keimbahn fortführen. Nur Kinder sind unsere Zukunft. Ohne Kinder stirbt eine Population aus. Evolution im Rückwärtsgang nennen wir das in der Biologie. Und nach der Gender-Ideologie, Homo-Lifestyle frei gewählt, ohne jetzt irgendwie jemanden, der eben diese Veranlagung hat, ich sage jetzt mal, zu diskreditieren. Ach, so geht es einfach nicht. Ja? Das ist aber im Grunde auf den Punkt gebracht, was eben politisch manchen Leuten im Kopf rumschwirrt. So, wenn wir jetzt die Zuwanderungsdebatte betrachten, haben wir ein riesiges Problem, das Hypergamieprinzip. Nämlich, das Hypergamieprinzip sagt, es gibt ein evolutionär verankertes Bestreben aller Frauen weltweit, da gibt es hunderte von Studien, ja? Einen Alpha-Mann zu ähnlichen. Das heißt, hochheiraten, bei Männern nicht nachgewiesen. Das heißt also, der nette, attraktive, junge, fertile Hafenarbeiter hat kaum Chancen, der fettleibige, glatzköpfige, finanziell abgesicherte Chefarzt macht das Rennen. Ja? Hypergamie. Ich frage mich wirklich, warum das
in der Politik nirgendwo zur Kenntnis genommen wird. Denken Sie jetzt mal drüber nach, wenn unterprivilegierte Männer in ein Land kommen. Brauche ich gar nicht weiterreden, ja? Was das bedeutet. Für die sexuelle Selektion. Klar. Okay, man kann sogar Männer und Frauen anhand der Fingerlängen unterscheiden. Das links ist meine Hand, die rechte ist die meiner Sekretärin. Ich bin also, das können Sie am kurzen D2 sehen, ich bin ein typischer testosteronverseuchter Mann. Und meine Sekretärin, Mutter von zwei Kindern, ist eine typische Frau. Da kann man dran rumkritisieren, man hat es rausgekriegt, das gilt für europäische Populationen, es gibt Populationen in Afrika, wo das nicht gilt, aber okay. So, 5 Minuten kurz, Gender-Ideologie widerlegt. Sie kennen das alle wahrscheinlich aus verschiedenen anderen Erzählungen. John Money wollte ja seine Theorie, ich sag mal seine Hypothese beweisen, indem er das Zwillingspaar Brian und David Reimer, verwendet hat bei dem rechten dargestellten jungen Mann. Er wurde bei einer Beschneidung der Vorhaut, der Penis, verbrannt. Die Eltern waren verzweifelt, haben dann den John Money aktiviert, berühmter Professor, und der hat gesagt, ja ganz einfach, sollen wir die Hoden noch weg, ja, dann haben wir ein Kastrat, dann kriegt er mal später Östrogen und dann machen wir ein Weibchen draus. Da habt ihr das toll, habt ihr einen jungen Mädchen, waren die glücklich. Ja, wie ging das weiter? Das ging dann so weiter. Da sehen Sie jetzt Brenda. Und Brenda, in Anführungsstriche, Brenda hat sich das Leben genommen später. Das kann ich auch gleich sagen, warum. Obwohl Brenda eben keine Hoden hatte, das Hirn war schon vorgeburtlich vermännlicht. Das Mädchen, in Anführungsstriche, hat immer gesagt, I'm a boy. Ja? Beide haben sich das Leben genommen. Sodass also, erstens, man hat früher in der Biologie diese Hühnerkastrationsversuche gemacht. Gut, mit Hühnern kann man das ja alles machen. Im Grunde hat man diese widerlichen Hühnerkastrationsversuche auf Menschen übertragen. Das ist fehlgeschlagen beim Mensch und daraus wurde dann eine Ideologie. Also das muss man einfach sehr kritisch sehen. Die Begriffe Gender in der Soziologie steigen an in einer bibliometrischen Analyse, nachdem die Bücher von Money rausgekommen sind. Also Gender als soziales, psychosoziales Geschlecht gibt es in den sogenannten Sozialwissenschaften, während der Gender-Begriff in der Biologie genauso existiert. Das sind die FDA-Richtlinien, das heißt in der Biologie Gender im Sinne von Ausbildung männlich-weiblicher Geschlechtstiere. Das Wort existiert auch bei uns. Das Wort hat zwei Bedeutungen. Ich benutze natürlich immer das in der Biologie Notwendige. Sodass wir jetzt, bin gleich fertig, sagen können, mit dem Maniismus, mit Gender-Ideologie, haben wir im Grunde die Heterophobie in die Diskussion gebracht. Man hat schon langsam den Eindruck, dass heteronormale Männer und Frauen irgendwie sich verstecken müssen. Heterophobie, das gibt es ganz klar. Dann haben wir natürlich die Frühsexualisierung im Kindergarten. Geht 100% auf John Money zurück. 100%. Habe ich in dem Buch alles beschrieben. Dann haben wir die Pädophilie. John Money hat selbstverständlich die Pädophilie als übersteigerte Elternliebe befürwortet. Ganz klar. Passt alles ins Bild. Dann haben wir psychisch-körperlichen Störungen, die es eben gibt, wenn man Menschen die Geschlechterrolle wegnimmt. Biophobie, die Biologie wird gehasst von diesen Genderleuten. Ich bin quasi das Hassobjekt Nummer 1 in der Gender-Szene, wobei ich ja nur biologische Fakten darstelle. Und ganz wichtig jetzt, John Money hat schon in den 60er Jahren jeden, der seine Gender-Hypothese, die widerlegt war, ja, kritisiert als rechtsradikal bezeichnet. Rechtsradikal Rassismus stammt urtümlich von John Money. Jeder, der seinen Verstand beieinander hat und die Fakten schildert, ist rechtsradikal. Okay, auch bei Pflanzen gibt es homosexuelle Hybride im Sinne von wirklichem Befruchtungsvorgang. Und noch was kurz, wenn Sie Sex und Gender, das sind Begriffe auch natürlich in der Pflanzenphysiologie, Botanik, überhaupt keine Frage. Sex steht für Befruchtung und Gender steht für die Ausbildung geschlechtsreifer Pflanzen. Das sind ganz normale Keywords in der physiologischen Forschung. Die haben eine klare Bedeutung. Das hat nichts mit den Spinnereien zu tun, über die ich gerade gesprochen habe. Und das ärgert mich besonders, dass unsere Termini willkürlich umdefiniert werden und daraus eine Wissenschaft gemacht wird, die gar keine sein kann, weil die Grundthese ja schon vor 50 Jahren widerlegt war. So, jetzt bin ich am Ende. Wir haben also gesehen, Zusammenfassung,
Wir sollen also als Unisex-Babys so zu Kultur zum Mann vorgezogen worden werden. Das Kastrationsexperiment ist gescheitert. Ja? Das Ganze geht auf John Money und Judy Butler zurück. Das ist eine in Berkeley tätige Dame, über die ich jetzt gar nichts sagen will, weil ich kenne die Biologen von dort und was die über die Butler sagen, das ist nicht zitierfähig. Okay, man versucht also im Grunde den Maskulinismus quasi zu transformieren. Das steckt also so ein bisschen politisch dahinter. Dann nochmal, um auf den Punkt zu bringen. Das primäre Geschlecht ist weiblich. Wir sind weiblich angelegt. Mann ist das sekundäre Geschlecht. Mann und Frau sind artverschiedene Typen. Wir unterscheiden uns so sehr, als wären wir Mensch und Schimpanse. Daraus resultieren die unendlichen Konflikte zwischen Männern und Frauen. Da ich das alles ja weiß, habe ich mit meinen zwei Ehefrauen und Partnerinnen früher mal nie Probleme gehabt. Ich habe gesagt, doch klar, ich bin eigentlich ein Schimpanse. Da war jede Diskussion. Da waren eigentlich die Diskussionen im Keim erstickt. Okay, warum haben sich die Brüder Reimer das Leben genommen? Das kommt daher, dass beide Zwillinge im Hirn vermännlicht waren. Und trotz Kastration war die Gender-Identität schon bei Geburt ausgeprägt. Sodass also Brenda oder David Reimer immer gesagt hat, ich bin ein Junge. Alle Versuche, ihn in ein Mädchen zu transformieren, sind gescheitert. Eine ganz, ganz fürchterliche Geschichte. Das heißt also, bei 90% aller Männer und Frauen Gender Identity auf Lebenszeit ausgeprägt. Natürlich in kleinem Rahmen ist alles modifizierbar. Der Rahmen ist aber, ich würde mal sagen, minimal. Kleiner Witz zum Schluss. Ich finde es unfair, dass Frauen weniger verdienen als Männer, sagt die junge Dame. Das sagt die ältere Dame. Tja, ich bekomme das Gehalt eines Mannes. Tatsächlich? Ja, das meines Gatten. So, letztes Bild. Ich finde es nicht akzeptabel, ich muss es wirklich sachlich bleiben, dass unsere Bundesregierung 2015 solche Karten verteilt hat. Schauen Sie. Frau gleich Mann-Ideologie. Mannismus sagt aus Gender. Also jetzt Gender im Sinne von Ideologie. Unterschiede Mann-Frau nicht biologisch, sondern sozial konstruiert. Rollentausch möglich. Es gibt zahlreiche Gender-Identitäten. Der Mann wird zu einem infertilen Trottel reduziert, der einen Blumenstrauß in der Hand trägt, die Frau zu einer Dame, die eine Kettensäge so liebt, als wäre sie ein leibliches Baby. Das ist für mich Frauen wie Männerverachtung. Und damit möchte ich meinen Vortrag abschließen und bitte Sie, widerlegen Sie mich inhaltlich. Ich bin bereit, alle meine Aussagen zu revidieren, wenn Sie mir solide wissenschaftliche Quellen nennen. Ja? Ich bin bereit, alles zu modifizieren. Vielen Dank.